Ja, Tag Volk. Ich bin hier im geschichtsträchtigen Proberaum von Epitome zusammen mit David und dem Chris. Wir wollten mal drüber sprechen. Erstmal, wie spricht man jetzt euren Bandnamen überhaupt richtig aus? Weil ich persönlich kriege es nicht hin. Tja, das haben wir uns auch immer gefragt, ne? Ich glaube, es ist wie in der tollen Serie, die auch jeder Metaller kennt, Grey's Anatomy, dass es Epitome heißt. Ja, natürlich. Ich meine, welcher Metaller ist nicht bekannt dafür, diese Serie zu schauen? Richtig. Ja, wie lange gibt es die Band jetzt eigentlich? Die Band Epitome gibt es jetzt seit gut 2,5 Jahren. Einen kleinen Line-Up-Wechsel. Richtig, war halt der Wechsel vom Gitarristen, als Patrick dazugekommen ist. Der übrigens wunderschönes Haar hat. Prinzessin gleich. Ja, und der hat auch einfach nochmal einen ganz neuen musikalischen Input in die Band gebracht, sodass wir uns halt überlegt haben, wir schreiben auch die Hälfte des Albums einfach nochmal neu und versuchen halt ein möglichst gutes Debütalbum einfach irgendwo auch zu schaffen, weil wir gedacht haben, gut, nach einem Jahr muss jetzt eine Band auch noch kein Album rausbringen, wenn man sich damit 2 Jahre Zeit lässt, ist das auch noch irgendwo okay. Die Musikszene denkt ja gerne in Schubladen und Kategorien. Wo kann man eure Band dort einordnen? Die Musik, das Album und dahingehend auch, dass wir nochmal Songs rausgeschmissen haben. Es kamen neue Sachen dazu, Patrick hat viel Input reingebracht. Es ist von allen Metal-Sparten in jedem Song immer mal ein bisschen was drin und das macht das Ganze auch sehr, sehr interessant, also für den Hörer. Ja, was uns direkt zum nächsten Thema bringen. Wie vereinbart ihr das denn jetzt mit Job und Band und Privatleben oder habt ihr überhaupt noch Privatleben? Tja, was soll man dazu sagen? Nein. Ich meine, man kriegt ja auch nicht mal eben so 5 Wochen Urlaub im Jahr, wenn man auf eine Tour fährt. Man gibt natürlich 100%, aber es muss halt auch nicht tagtäglich sein. Mhm. Weil überlaufen muss man das auch nicht. Ihr habt jetzt auch einen sogenannten Knebelvertrag abgeschlossen. Das ist richtig. Ja, es wurde ein Knebelvertrag unterschrieben mit Seven Heart. Mhm. Und ja. Erzähl doch mal ein bisschen was. Privatleben oder Beruf und Band muss ja nicht mehr vereinbar werden. Jetzt mit dem Knebelvertrag ist natürlich auch alles gegessen und das Konto voll. Das Konto ist erstmal, also da passt halt nichts mehr drauf. Ne? Natürlich, das war so ein wichtiger Schritt. Wer wird Meister? Ja, ich sag mal ganz klar, als Lokalpatriot Paderborn. Ja, wenn es Hannover wird, ist auch nicht schlimm. Und am Ende wird es dann wahrscheinlich doch Dortmund. Ich denke auch, die Dortmunder werden es machen. Dieses Jahr werden sie Dortmunder machen. Die Zeichen stehen gut. Hätte da nichts dagegen. Nee. Damit sind wir jetzt hier auch durch. Ich bin ja auch nicht mehr so gerne gesehen. Richtig. Und deswegen muss ich jetzt los und hier riecht es auch einfach furchtbar.